Herr Dieter Quinten, danke vielmals, dass Sie hier sein. Können Sie uns introduzieren, was Sie machen in Deutschland? Ja, sehr gerne. Ich darf auch einen schönen guten Tag wünschen. Ich bin Dieter Quentin. Beruflich bin ich Fahrlehrer und betreibe eine Fahrschule in Lower Saxony in Niedersachsen und bin Chairman of Driving Schools from Lower Saxony, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen. Ich war bis März diesen Jahres der Bundesvorsitzende von Deutschland für die Fahrlehrerschaft und konnte über mehrere Jahre die gesetzlichen Regelungen mit beeinflussen, wie wir nun in Deutschland umsetzen können. Denn Sie wissen, dass die EU-Regelung, die unsere Führerscheinausbildung in der Europäischen Union beeinflussen, teilweise etwas veraltet sind. Und ich weiß, dass von der Europäischen Fahrlehrerorganisation, von der EFA, über viele Jahre dort versucht wurde, eine Regelung hin zu moderner Antriebstechnik, insbesondere auch zur Integration der Elektromobilität in die Fahrausbildung, dass dort große Anstrengungen vorgenommen wurden. Das möchte ich nur vorab sagen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich für die Kollegen in Deutschland erstellt habe. Und dazu gibt es einige Fragestellungen, die ich Ihnen hier kurz zeige. Die erste Fragestellung: Wie soll die ganze neue Regelung überhaupt funktionieren? Was ist in Bezug auf die Ausbildung wichtig und zu beachten? Und was muss der Bewerber wissen, also derjenige, der den Führerschein erwerben möchte? Und die letzte Frage: Wird es dazu kommen, dass wir in der Zukunft nur noch auf Automatikfahrzeugen schulen? Das sind die Fragestellungen, die wir im Laufe der nächsten Folien hier erörtern können. Ich möchte Folgendes dazu sagen: Wir haben in Deutschland eine Fahrschülerausbildungsordnung, die die Führerscheinausbildung regelt. Und dazu gibt es einige Neuerungen in dem Bereich. Wir haben ja, das kennen Sie alles aus dem EU-Recht her, die Regelung, der Bewerber macht eine Führerscheinprüfung auf einem Automatikfahrzeug und dann bekommt den Code 78 eingetragen. Ja, das haben wir auch, Herr Philipp. Bei uns genauso wie in den Niederlanden auch. Ja. Und da gibt es jetzt eine Anpassung in dem Bereich, dass wir eine Ausbildung durchführen auf einem Schaltfahrzeug mit mindestens 10 Fahrstunden und einem internen Test und können anschließend die Prüfung auch auf einem Automatikfahrzeug ablegen. Dann wird ein Code eingetragen, ein National Code mit drei Stellen, 197, 197 heißt der, und das ermöglicht dem Führerscheinbewerber auch Schaltfahrzeuge anschließend zu fahren, auch international. Aha. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Code 78 fällt weg, obwohl eine Automatikprüfung gemacht wurde. Aha. Und damit wird insbesondere die Elektromobilität stark gefördert. Ja, wir erleben zurzeit einen Boom beim Kauf von Elektrofahrzeugen. Ja.
Ich möchte kurz weitergehen, diese Formulierungen in den... Noch eine Frage, Herr Dieter. Bitte? Entschuldigung. Noch eine Frage, Dieter. Ist das eine deutsche Regelung oder wird das eine europäische Regelung? Das europäische Führerscheinrecht gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, eine nationale Regelung in diese Richtung zu erlassen. Und das ist unsere, die deutsche Version. Aha. Ja. Und das gibt es kein Pilot mehr, aber das ist ein ganz nationale Regelung. Dieses ist eine nationale Regelung. Ja. Aber die EU-Regelung lässt den Spielraum dafür. Den Mitgliedstaaten, die haben die Freiheit, jetzt so etwas einzurichten für sich. Ja. Also auch die Niederlande dürfen diese Regelungen umsetzen. Ja, so es ist, wenn ich 10 Stunden fahre in ein Stickschiff-Auto und die Examinator sagt, es ist okay, dann kann ich weiterfahren und das ganze Examen machen in einem Automat. Und ich bekomme eine Code und dann kann ich in alle Autos kann ich fahren, auch international. So, das ist eine sehr flexible Regelung und das ist fantastisch für elektrische Fahrzeuge. Aber ich denke, wie viel von den neuen Autos haben nun ein Automat? Das ist doch eine ganz großes Percentage, nicht wahr? Ja, also der Anteil der Automatikfahrzeuge steigt enorm in Deutschland. Ja, wir haben aber diese Regelung jetzt erst seit dem 1. April. Okay. Also ganz neu. Ganz und, neu. Wir hatten auch vorher schon einen geringen Anteil an Automatikfahrzeugen, beispielsweise für die Anhängerausbildung, für die Trailerausbildung und für Leute, die nur Automatik fahren wollen. Aber der Anteil der Automatikgetriebe steigt sehr. Insbesondere ja. Elektromobilität ist sehr, sehr stark im Moment. Okay, wunderbar, danke. So, das ist, was wir Niederlande, das muss unseres Ministerium, muss so eine Regelung machen. Und dann haben wir unser Problem, aufgelöst. Nicht wahr, Philipp? Flip? Ja. Okay, das ist unsere Go. Wunderbar, okay. Danke vielmals. Es gibt noch weitere Dinge, die wichtig sind für euch, Überlegungen. Also dieses ist eine neue Regelung. Diese 10 Stunden, die ich ansprach, das sind Mindestanforderungen. Mehr darf sein und mehr kann auch durchaus sein. Ja? Mhm. Denn nicht viele Schüler werden mit 10 Stunden exakt schalten können. Mit Anfahren, Schalten, alles, was dazu ist. Ja, ja. Da gibt es sicherlich einige, die mehr fahren müssen. Aber was auch wichtig ist, die Ausbildung wird nicht automatisch teurer. Denn die 10 Schaltstunden werden integriert in das Gesamtsystem. Aha. Egal, ob ich jetzt Automatikschule oder Schaltwagen fahre, wir haben ja bei uns besondere Fahrten auf der Autobahn oder Nachtfahrten oder auf der Landstraße und die können Automatik sowie Schaltwagen gefahren werden. Ja, ich habe noch eine Frage darüber. Was meinst du das für die gesamte Fahrstunde für einen Student? Mit dieser Regelung braucht ein Student mehr oder weniger Stunden, um einen Fahrerschein zu bekommen? Das ist schwer zu sagen. Dafür ist die Regelung noch zu neu. Ja, es lässt sich nicht exakt sagen, ob weniger Stunden insgesamt gebraucht werden. Ja, es hat im Vorfeld vor vielen Jahren schon Untersuchungen gegeben von der Deutschen Fahrlehrerakademie, eine wissenschaftliche Einrichtung in Deutschland. Dort war das Ergebnis, dass auf dem Automatikfahrzeug und auf dem Schaltfahrzeug nicht
eingespart wird. Also es wurden dort nicht weniger Fahrstunden gefahren. Ja, also das sollte man nicht kommunizieren, wenn es um Kosten geht. Das ist schwierig, ja. Gut, ja, wunderbar. So, das ist, es ist integriert, es ist nicht nur, man, wie viel ist normal in Deutschland? Wie viele Lessons bekommt man? 30, 20, ja, 40? Ja. Eher Minimum. Wir haben in großen Städten erheblich mehr, eher 40, 45 Fahrstunden gesamt. Und das ist mit 30 Fahrstunden schon schwierig, denn wir haben auch mittlerweile 55 Minuten Prüfzeit für Kategorie B. Ja, okay, begreife ich. Und wie viel ist, was ist eine normale Kost für eine Stunde, Fahrschule, Lesson? Also das legen die Fahrschulen selbst fest und mittlerweile liegen wir so zwischen 45, also 45 and 55 Euro für eine Fahrstunde. Okay, wunderbar. Ungefähr. Das ist genau wie hier in den Niederlanden. Dasselbe. Ja, es, ja. Ist, es weicht teilweise etwas ab. Ja. Okay. Gut, wenn diese Ausbildung, diese mindestens 10 Stunden gemacht wurden, dann gibt es anschließend einen Test. Also der Driving Teacher muss mindestens 15 Minuten Testfahrt machen. Mindestens 15 Minuten Testfahrt machen mit dem Student und bescheinigt das nachher, damit die damit das dokumentiert ist. Ja, aha. Das ist vorgeschrieben in dem Zusammenhang. Da kommen wir aber gleich noch mal etwas intensiver drauf. Das ist auch eine neue Regelung in dieser Automatikregelung. Aber das macht die Fahrlehrer, die kann dasselbe machen. Es ist nicht, man muss nicht nach einem Examinator. So, das ist okay, gut. Das war uns wichtig, dass es der Fahrlehrer macht, damit es unkompliziert und nicht teurer wird. Ja, als wenn es die Prüforganisation macht bei uns. Und dieses Bild hier, das ist die Bescheinigung. Ja. Ja, mittlerweile wird es auch elektronisch übermittelt, aber so sieht ein Nachweis über diesen Test aus. Ja, das kann ich euch aber auch später nochmal zur Verfügung stellen, wenn ihr das möchtet. Nein, das ist sehr klar. Ja, wunderbar. Okay. Gut, das ist also auch neu in dem Zusammenhang. Und jetzt habe ich für meine Kollegen damals nochmal die bekannten Wege zu einer Führerscheinausbildung dargestellt. Also wir haben die normale Ausbildung auf einem PKW und machen die Prüfung auf Schaltgetriebe und danach gibt es die Klasse B ohne irgendwelche Beschränkungen. Ja, ja, dann haben wir die Möglichkeit auf dem Schalt- oder auf dem Automatikgetriebe gemacht. Ja, die Prüfung macht er auf dem Automatik und kriegt dann den Code 78 eingetragen. Alles das, was jetzt bekannt ist, was jetzt sowieso schon auch in den Niederlanden genauso läuft, ist das EU-Recht. Das ist das. Aber das ist ja ein PKW, ja? Das ist eine Truck, ja. Nur, PKW, also Klasse B. Okay, Klasse B, ja. So, das heißt also, hier nochmal dargestellt, maßgeblich ist die Prüfung. Ja. Mache ich die Prüfung auf dem Schalter oder auf dem Automatik? Ja. So, der neue Weg, das ist die Klasse B mit dem Code 197, wie oben steht. Da sieht das so aus, dass die Ausbildung Schalten und Automatik passiert, mindestens 10 Stunden auf dem PKW. Mhm. Dann wird ein Test durchgeführt durch die Fahrschule. Ja. Die Bescheinigung wird ausgehändigt. Ja. Oder dem Prüfer nachgewiesen. Die Prüfung wird auf einem Automatikgetriebe gemacht und er bekommt dann anschließend den Führerschein der Klasse B mit Code 197 ausgehändigt und darf mit der Klasse B
fahren ohne Einschränkungen. Okay. Und da diese Schlüsselzahl, der Code 197, ist für eine wissenschaftliche Untersuchung eingetragen. Man will untersuchen, wie sich diese Art der Ausbildung auch beispielsweise auf das Unfallgeschehen oder Ähnliches auswirkt. Ja, okay. Dafür ist dieser Code 197 eingerichtet. Das ist nur sehr so, klar. Nur so können unsere Ämter, unsere Behörden, Governments können dann erkennen, wie die Ausbildung gelaufen ist. Ja? Okay. Wunderbar. Das ist immer ein ganz gutes Beispiel, wie es jetzt funktioniert, diese Darstellung hier. Okay, das ist sehr klar. Also zwei Kriterien sind wichtig. Einmal der Test durch die Fahrschule und einmal die Prüfung über die Prüforganisation auf dem Automatikauto. Okay? Wunderbar. So, wir haben bei uns in Deutschland den Hinweis gegeben, dass in den Fahrschulen eine gute Beratung der Fahrschüler, der Students erfolgen muss. Denn es gibt einen ganz, ganz wichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Das ist nicht schön, aber leider nicht anders machbar. Ja, also hier geht es nochmal um die Schlüsselzahl 197, dass keine Auswirkungen hat. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn ein Bewerber die Klasse B 197 gemacht hat und er möchte anschließend erweitern auf LKW oder Bus, Truck or Bus oder BE, also BE, und macht dann die Prüfungen auf einem Automatikfahrzeug, so wie es häufig im Bus- oder LKW-Bereich erforderlich ist, dann gibt es dort den Code 78. Okay. Das ist nachteilig. Das ist negativ, das ist nicht gut. Deswegen ist es wichtig, dass ein Fahrschüler, der Student, der muss wissen, wenn es irgendwann eine Erweiterung gibt, dass er weitermachen möchte mit Führerscheinerwerb, LKW oder Bus und dort wird eine Automatikprüfung absolviert, dann gibt es den Code 78. Weil das EU-Recht eine Prüfung vor einer Prüforganisation verlangt auf einem Schalter, auf einem Schaltfahrzeug. Ja. Das ist etwas, was viele nicht sofort verstehen. Ich weiß nicht, ob ich mich gut genug ausgedrückt habe. Haben Sie das verstanden, was ich damit sagen wollte? Ja, ich verstehe das, ja. Ja, okay, dann ist gut. Also, das bedeutet, wir geben den Hinweis, wenn es klar ist, dass der Bewerber später eine Erweiterung macht, dann sollte er die Klasse B auf einem Schaltfahrzeug erwerben, dann nicht Automatik fahren. Damit er keine Nachteile hat, weil LKW und Busse häufig Automatikfahrzeuge sind. Okay. So ist es zumindest in Deutschland von den Fahrzeugen her. Ja. Und wie arbeitet das dann mit Motorrädern? Motorräder spielen hierbei keine Rolle. Da wird keine Beschränkung vorgenommen. Aber auch ein Motorrad hebt keine Beschränkung auf. Also wer eine Schlüsselzahl, einen Code 197 hat und macht einen Motorradführerschein auf einem Schaltfahrzeug, das ist egal, das spielt keine Rolle. Okay. Ja.
Motorräder sind davon ausgenommen. So, wir haben diese Regelungen, dass zum 1.4. bei uns diese Automatikregelung in Kraft getreten ist. Und der Test durch die Fahrschule, der kann auch elektronisch übermittelt werden. Und es kommen einige Gebühren, einige Kosten für den Antrag noch mit dazu. In dieser Regelung ist etwas noch enthalten. Das betrifft die Motorradausbildung. Da gibt es nach dem EU-Recht eine neue Kategorie für den Hubraum, für den Motor. Ja, das tritt auch noch in Kraft. Das habe ich nur der Vollständigkeit halber mit eingebracht. Jetzt hat es zu dieser Regelung in Deutschland im Government schon eine Regelung gegeben, die bestimmte Dinge vorher möglich machten. Diese 10 Stunden Schalten, diese Schaltstunden konnten auch schon jetzt vor dem 1.4. gemacht werden. Ja, wenn beispielsweise schon Fahrschüler in der Ausbildung waren. Ja, das ist eine Regelung, die können Sie eigentlich, die müssen Sie rauslassen. Vielleicht nehme ich diese Folie raus, weil die für Sie, für diese Information nicht so wichtig sind. Okay. Weil das mit dem Datum des Inkrafttretens bei uns zu tun hat. Ja, da haben wir nochmal den Hinweis auf die A2-Motorräder. Ich weiß nicht, ob das für Sie wichtig ist. Ja, da kann man jetzt auch kleinere Motorräder nehmen, die mindestens 250 Kubikzentimeter Hubraum hat. Okay. Die Überlegung, was diese Automatikregelung betrifft, ist natürlich zukunftsgerichtet. Wir sprachen schon über Akzeptanz der Elektromobilität. Ja, Herr Wernick, das ist ja Ihr Thema hauptsächlich, glaube ich, ja, das Thema Elektromobilität. Ja. Und wir haben im Moment den Boom in Deutschland, dass ganz viele Elektrofahrzeuge verkauft werden. Ja, an Fahrzeugen. Das haben wir auch in den Niederlanden, ja. Ja, und wir haben auch von Staat, von Deutschland große Förderungen. Ja, wir bekommen zum Beispiel 6.000 Euros für die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs von Deutschland gesponsert. Ja. Und ist das für jedermann in Deutschland oder ist das auch für Fahrschule? Ja, für die Fahrschule auch. Für jedermann. Ja, jedermann. Ja, für jedermann. Aber die Fahrschule bekommen nicht mehr Geld als alle anderen. Die 6.000 ist für jedermann. Ja. Korrekt. Okay. Da gibt es Rabatte der Konzerne von Volkswagen, von Audi, von Renault, von Nissan. Ja, da gibt es Rabatte noch zusätzlich für Fahrschulen, aber nicht vom Staat her, ja, das bekommen wir nicht. Und wie populär ist das nun für die Fahrschule? Wie viele Fahrschule haben nun ein elektrisches Auto oder wollen ein elektrisches Auto kaufen dieses Jahr zum Beispiel? Also da kann ich Ihnen keine genauen Angaben machen, weil die Ladeinfrastruktur natürlich auch parallel geschaffen werden muss. Ja, mhm. Also das Thema Wallboxen zum Laden ist ein weiteres Thema. Das boomt auch in Deutschland zurzeit, aber ich kann Ihnen leider keine Zahlen nennen. Und, aber können Sie uns einen Eindruck geben, zum Beispiel für Ihre Schule? Haben Sie das schon gemacht? Haben Sie schon elektrisches Auto? Und ist es mehr normal nun oder ist es noch total am Anfang? Es ist am Anfang, aber es startet schnell. Es startet sehr schnell. Eine hohe Akzeptanz in der Fahrlehrerschaft bei meinen Kollegen für Elektromobilität ist vorhanden. Ja. Okay.
Also, ich möchte aber noch einen ganz wichtigen Punkt ansprechen für die Zukunft. Und da spielt eben das Automatikfahren eine übergeordnete Rolle. Ja, wir haben in Deutschland bereits seit 2015 von unserem Government ein Strategiepapier über das Thema automatisiertes und vernetztes Fahren in Deutschland. Ja, also automatisiertes Fahren ist schon seit einigen Jahren immer in der Diskussion. Und in diesem Strategiepapier, da gibt es eine Aussage, die da lautet, dass manuelle Fahrzeugführung und auch die Nutzung von Fahrerassistenzsysteme, FAS sind Fahrerassistenzsysteme, sollten obligatorische Inhalte in der Ausbildung und Prüfung sein. Das ist eine sehr gute Idee. Und das, da habe ich noch, als ich Bundesvorsitzender war, im Dezember 2019 erste Gespräche geführt mit unseren Prüforganisationen, mit anderen Fahrlehrerverbänden und auch mit unserem Ministerium, ja, zu dieser Thematik. Durch Corona ist das Ganze ins Stocken geraten. Das fand dann leider nichts mehr statt, wird aber jetzt wieder neu aufgegriffen, dieses Thema. Und wir werden definitiv in den nächsten Jahren diese Assistenzsysteme in die Ausbildung und in die Prüfung bekommen. Ja, wir brauchen Übergangsregelungen, weil natürlich nicht jedes Fahrzeug diese Systeme integriert hat als Ausstattung, aber das wird definitiv kommen. Und da wird es in dem Zusammenhang auch Übergangsregelungen wird es geben, aber insbesondere das Thema Längsführung wie ACC, ja, oder auch ein Lane Assist, ja, das ist das, was in der Diskussion zurzeit ist. Das ist so eine gute Idee, das ist so wichtig und es ist ein bisschen, es macht mir Angst, dass sehr viele Leute diese Systeme bekommen und keine Idee haben, wie man das benutzen soll. So, das ist sehr, sehr gut. Die niederländische, Prüfingorganisation ist, FAS-System ist ein sehr wichtiger Punkt für die Prüfungen. Ja. Also das wird definitiv diskutiert und wird auch in Kraft treten. Das wird dann in dem Zusammenhang weitergeführt. Ich war an diesen Beratungen stark beteiligt damals. Es hat mir viel Spaß gemacht, das dort in dem Zusammenhang mit zu begleiten. Und deshalb bin ich da auch ganz gut aufgestellt in dem Bereich. Wenn Sie da nochmal Fragestellungen haben, ich kann Ihnen auch Verbindungen herstellen zu anderen Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe, wenn Sie da entsprechende Informationen noch benötigen. Es ist eine ganz neue Regelung und hatte ich es richtig verstanden, dass eine Forschung gemacht wird und wann sind die ersten Ergebnisse da von der Forschung? Das ist richtig, es wird evaluiert, es gibt eine Evaluation. Das wird aller Voraussicht nach bei uns von der Bundesanstalt für Straßenwesen durchgeführt. Das ist eine nachgeordnete Behörde aus unserem Bundesministerium. Und wir gehen davon aus, dass erste Ergebnisse in 5 Jahren stattfinden werden. Vorher wird es sicherlich nicht sein. Well, Herr Dieter Quinten, wir sind Ihnen sehr dankbar, weil dies ist, was wir haben müssen in den Niederlanden. Ja. Und wenn die Deutschen das machen, dann sind die Niederlander immer interessiert. So, wir werden sorgen, dass das nach den Ministerien geht. Und wenn Sie mehr Informationen haben wollen, dann können wir auch Ihre Namen nennen und einen Kontakt machen. Wir wollen Ihnen danken vielmal für diese sehr
deutliche und sehr strukturierte Ausbildung für uns als Holländer. Und wir wollen auch, dass hier in den Niederlanden sorgen, dass die Leute das wissen. So, herzlichen Dank dafür.